Herzlich willkommen zu Forum Manager, der Interviewreihe von Phoenix und Süddeutscher Zeitung. Wir sind heute zu Gast in Bergisch Gladbach in der Fachhochschule der, was wohl, Wirtschaft. Und an meiner Seite wieder die liebe Kollegin, Journalistin, Publizistin, Phoenix-Moderatorin Nina Ruge. Und das ist der Stammmoderator dieser Sendung, nämlich der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Marc Beise. Und unser Gast, für den wir wunderbarerweise 60 Minuten Zeit haben, steht an der Spitze eines der ganz großen deutschen Familienunternehmen. Er ist Vertreter der vierten Generation und er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hereus Holding GmbH. Herzlich willkommen, Dr. Jürgen Hereus. Danke, dass Sie da sind. Und Sie stellen uns Ihr Unternehmen selbst vor in 30 Sekunden. Ja, Hereus wurde gegründet 1851 von meinem Urgroßvater, hat sich gut entwickelt, ist heute noch im Besitz der Familie. Im vergangenen Jahr haben wir 4 Milliarden Umsatz gemacht mit Produkten und weitere knapp 20 Milliarden im Edelmetallhandel, Gold, Silber, Platin, Metalle. Wir machen Werkstoffe. Hightech im Hightech-Bereich, Enabler, wie wir sagen, also Dinge, die unsere Kunden befähigen, andere Sachen zu machen. Sie werden selten unsere Namen finden auf den Produkten, aber für Lichtleitfaser, für Herzschrittmacher, alles, was präzise ist, was mit Edelmetall oder aus Material ist, was hohe Temperaturen, was selten ist und wo wir versuchen, in der Welt ganz vorne zu sein. Sie haben ja eben gerade 4 Milliarden Umsatz genannt. Das ist ja der beste Umsatz im Geschäftsjahr 2010 der Firmengeschichte. Und der Gewinn hat um 120% zugelegt auf 260 Millionen. Ja, war vorher ein bisschen niedrig, ja. Ja, gut, aber ist natürlich sensationell. Schütten Sie denn den ganzen Gewinn aus an die Familiengesellschaft? Nein, wir haben eine Vereinbarung der Familie, dass wir maximal 25% des Gewinnes nach Steuern ausschütten. In sehr guten Jahren eher etwas weniger. Zur Selbstfinanzierung im Unternehmen und die Gesellschafter sollen auch nicht von der ausgeschütteten Dividende leben, sondern sollen ihr eigenes Einkommen durch eigene Hände Arbeit haben. Das ist erzieherisch sehr wertvoll. Diese Gesellschafter, das ist ja mittlerweile eine ziemlich große Gruppe. Sie haben ja gesagt, 160 Jahre ist das Unternehmen alt. Sie leiten es in der vierten Generation. Sie haben, glaube ich, 188 Familienmitglieder, die Sie versorgen müssen. Also da muss ein bisschen was verdient werden. Ja, wir müssen die nicht versorgen, sondern die sind Anteilseigner an dem Unternehmen und bekommen eigentlich die Anteile in der Idee, dass sie die auch wieder weitergeben. Und sie bekommen eine Kapitalverzinsung, aber wir versorgen sie nicht. Wir legen größten Wert drauf, das haben wir auch in dem Familienkodex niedergelegt, dass wir erwarten, dass jeder einem eigenen Beruf nachgeht und nicht wartet, dass das Unternehmen sie versorgt. Tun die das auch? Ja, mehrheitlich ja. Jetzt gibt es ja hier und da mal einen Fall, wo junge Leute meinen, sie können dem ersten Gap-Jahr noch ein zweites anhängen, während ich sage, jetzt lernt mal ordentlich was, geht auf die Fachhochschule oder die Uni oder irgendwo hin und fangt mal an, Geld zu verdienen. Meine eigenen Kinder machen das hervorragend. Sie haben ja gesagt, das eine ist das eigene Geschäft, das, was Sie selbst produzieren. Wir werden nachher ausführlicher darüber reden. Das andere ist der Handel mit Edelmetallen. Im Moment denkt man natürlich vor allen Dingen an ein Edelmetall, nämlich Gold. Sie handeln ja auch im großen Stil mit Gold. Sie haben schöne große Barren, auf denen der Name Hereus auch eingraviert ist. Diese allgemeine Krisenstimmung, in der wir uns gerade bewegen, muss Ihrem Handelsgeschäft guttun, nehme ich an. Ja, der Handel boomt. Das Geschäft mit Goldbarren, 1 Gramm, 10 Gramm, 100 Gramm, Kilo. Manche kaufen auch 10 Kilo auf einmal. Das ist dann eine halbe Million. Die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst vor der Inflation. Die haben Angst, das Geld zu den Banken zu bringen. Und das ist ein Run auf Gold. Einerseits in der Produktion, andererseits haben wir riesige Mengen an Altgold angenommen. Sie sehen ja überall in der Zeitung, kaufe Gold, beste Preise an jeder Ecke. Und die Menschen haben Schmuck hingebracht, meistens wahrscheinlich den Älteren, der aufgehoben war von der Großmutter oder vielleicht auch nicht mehr so schön. Wir haben im vergangenen Jahr, ich glaube, alleine 70 Tonnen Schmuckwaren angekauft, die also diese Sammler dann wiederum zu uns bringen. Und das nicht nur hier, sondern auch in Italien, in Spanien. Das schmelzen wir dann alles ein und die haben ihr Geld. Ich meine, Sie leben davon, das ist ein Teil Ihres Geschäftsmodells, aber kann das Spaß machen, mit Angst Geld zu verdienen? Na, wir haben die Angst nicht.
Haben Sie wirklich nicht? Haben Sie gar kein Gold in Ihrem eigenen Portfolio? Ich habe wenig. Wir haben das eigentlich im Unternehmen und ich bin am Unternehmen beteiligt. Und da sagen wir, da haben wir es da. Aber ich meine, das gab es immer. Die Krisen gab es immer. Die Krisen gab es das Gold für den Fährmann, wie es damals hieß. Das waren dann nicht Barren, sondern das waren Streifen, weil die sagt, man kann dann so viel abschneiden, wie man dem Fährmann geben muss, um zu flüchten, um in ein anderes Land zu kommen. Also das gab es schon immer. Das gibt es in Asien ganz, ganz viel. Ein riesiger Goldmarkt ist dort. Ja, ist das denn gut? Also würden Sie unserem jungen Publikum empfehlen, die ja jetzt das ganze Leben noch vor sich haben, hören, dass das Leben sehr schwer werden wird? Sie sind die Generation, die ausbaden müssen, was unsere Generation so ein bisschen angerichtet haben. Sollen die jetzt Gold kaufen? Ja, ich würde nicht mit Gold anfangen. Also wenn man in der Lage ist, Geld zur Seite zu legen, fände ich, das Wichtigste ist eine Wohnung. Oder wenn man mehr hat, ein Haus. Wenn man eine Wohnung hat, die Eigentum ist, dann kann einem eigentlich nichts passieren. Etwas zum Anziehen hat man immer. Ein Grundstück, wo man ein bisschen Gemüse pflanzen kann zum Essen, wird man auch finden. Und der Rest ist Luxus. Also da würde ich nicht mit Gold anfangen. Sie haben eben gesagt, Sie haben keine Angst. Die Konjunkturaussichten verdüstern sich, die Weltrohstoffmärkte sind nervös. Haben Sie Sorge um die Zukunft Ihres Unternehmens? Nein, man muss nur Vorkehrungen treffen. Also ich sage jetzt mal, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Angst vor einer Prüfung ist schlecht, Angst vor der Konjunktur ist schlecht. Die Zeiten waren immer bewegt, die waren schon viel schlimmer als heute. Der Krieg war unter Unternehmen total zerstört, 90% Gebäude zerstört. Kein Mensch hat gedacht, dass das je wieder irgendwo hochkommt. Wir sorgen vor, wir sind gut finanziert, wir schütten nicht so viel aus. Wir essen nicht mehr, als wir schlucken können. Wir machen da nicht riesige Übernahmen, wo man hinterher auf einmal sagt, das war vielleicht ein bisschen zu groß. Ich sage immer, den Fisch, den man fängt, der muss auch zu Hause in die Pfanne passen. Nicht? Da haben ja manche große Sprünge versucht zu machen und das bekommt einem dann nicht immer. Man muss vorsorgen und man muss auch die Kosten im Griff halten. Man muss sehen, dass man im Personal flexibel ist. Gehen wir doch mal ein bisschen auf Ihr Geschäft, bleiben wir noch einen Moment bei dem Handel, bei dem wir gerade waren, im Zusammenhang mit dem Gold. Da bewegen Sie ja ungeheures Material. Sie haben, glaube ich, in dieser Abteilung, in dieser Handelsabteilung 50 Leute, die 18 Milliarden Euro umsetzen. Also das ist ja nicht jetzt alles von Ihnen produziert, aber das wird gehandelt in diesem Umfang. Und dann haben Sie 13.000 andere Mitarbeiter, also 50 gegen 13.000, die sozusagen das normale Geschäft machen und die 4 Milliarden umsetzen. Wie passt das zusammen? Ja, zum Handeln brauchen Sie nicht so viele Menschen. Die brauchen ordentliche Menschen, vor allen Dingen gewissenhafte. Auch keine Spieler. Nicht? Man sieht ja bei der UBS, wo ein Mitarbeiter 50 Milliarden bewegt hat und dabei 2,5 Milliarden in den Sand gesetzt hat, der da Casino gespielt. Sowas muss man natürlich sehen, dass einem das nicht passiert. Aber unsere Hauptsache ist eigentlich die Produktion. Und der Handel ist, wie gesagt, jetzt dient der Versorgung, er macht auch Gewinn, ist auch so ausgedehnt, weil nicht die Mengen größer geworden sind, sondern weil die Preise so hoch gegangen sind. Wir haben mit 10 Milliarden etwa genauso viel Produkte umgesetzt im Handel wie heute mit knapp 20 Milliarden, weil sich die Preise verdoppelt haben. Und das Knifflige Ihres Geschäfts ist natürlich, das sind die 4 Milliarden, das ist der sogenannte Produktumsatz, das sind die vielen verschiedenen Branchen, das sind die Zulieferteile für verschiedene Industrien, Zukunftsindustrien. Vielleicht können Sie uns ein paar Beispiele nennen, auch gerade der Zukunftsindustrien, grüne Energien und so weiter, die Sie beliefern. Also Produkte, wo wir auch ganz vorne sind, das ist das Ausgangsmaterial für Lichtleitfaser, Optical Fiber für den Nachrichtentransport. Müssen Sie sich vorstellen, das ist Quarzglas, das wir in Bitterfeld, in einer großen Fabrik in Bitterfeld in Ostdeutschland herstellen. Das sind große Ingots, die so 2,50 Meter hoch sind, ungefähr so groß. Die kriegt unser Kunde und daraus zieht er dann die Glasfaser, die dann am Ende der Nachrichtenübermittlung dient. Die ziehen aus einem Block etwa 5000 Kilometer und ziehen die mit 1 mile per minute bei einer Temperatur von 1850 Grad. Die werden dann mit Kunststoff ummantelt und dann gibt es ein kleines Bündel und das, was früher das Kupferkabel war, ist heute die Glasfaser. Und wer ist der größte Kunde? Die Chinesen. Die Chinesen
die heute ihre Konjunkturspritze dazu verwendet haben, alle Universitäten mit Breitband zu verkabeln, die Gymnasien auch. Wir haben unsere Konjunkturspritze hier auch verwendet, um in den Schulen, ich sagte mal, die Wände zu streichen, die Toiletten in Gang zu setzen. Das war unser Konjunkturprogramm. Ein bisschen mehr haben wir vielleicht auch gemacht, aber sagen wir, das ist das, was wir etwas bedauern, dass wir sehen ja, wo unsere Produkte hingehen. 50% unseres Umsatzes machen wir in Asien. Nennen Sie noch ein Beispiel. Das ist so spannend, wenn Sie konkrete Produkte benennen, denn oft kennt man ja nur den Firmennamen oder vielleicht nicht mal den, weiß, das ist eine ganz wichtige Firma, aber weiß nicht genau, was die machen. Also dieses war jetzt ein Bereich im Bereich Nachrichtentechnik. Ein anderer Bereich sind Sensoren in der Stahlindustrie. Dort wird in flüssigem Stahl, wird mit einer Lanze, wird die obere Schicht durchstochen. Und der Sensor zeigt im einfachsten Fall die Temperatur an, aber was besser ist, Sauerstoffgehalt, Wasserstoffgehalt, Stickstoffgehalt und so weiter kann man digital ablesen, sodass die Haltezeit, um Zuschlagstoffe zu geben, verringert wird. Sind wir ganz groß in der Welt, in jedem Land der Welt sind wir dort Marktführer. Das ist eben auch ein sehr schönes Geschäft. Es ist ein Disposable. Nach wenigen Minuten, Sekunden ist das Produkt rückstandslos verbrannt. Das ist natürlich auch sehr schön und funktioniert. Ich habe mir auch notiert, Edelmetallschleifen für Windkraftanlagen, Quarzgläser für Solarthermie, Silberpaste für Solarzellen. Also Sie produzieren wirklich ganz speziell Hochtechnologie für Zukunftsindustrien. Ja. Und was mich ein bisschen wundert, Sie sind sehr diversifiziert aufgestellt, Sie sind schuldenfrei. Aber das Rating von Standard & Poor's BBB+, ist das nicht ein bisschen niedrig? Also die Ratingagentur, wir müssen ja eigentlich uns nicht raten lassen, aber nee. Ich habe eigentlich Wert drauf gelassen, weil das schon auch innerbetrieblich diszipliniert. Man kann nun auch die Ratingagenturen beschimpfen, aber im Grunde haben sie eigentlich ziemlich recht. Bei uns stört die zwei Dinge. Das eine sehen wir ein, wir haben sehr hohe Rücklagen. Wir haben ein gezeichnetes Kapital von 200 Millionen und haben Rücklagen von 800 Millionen. Die Agentur sagt, im Grunde kann durch einen Gesellschafterbeschluss können die 800 Millionen von heute auf morgen ausgeschüttet werden. Haben wir nie gemacht, aber das ist theoretisch ist das möglich. So. Das Zweite ist, dass Sie sagen, wir seien zu diversifiziert. Na, da hoffe ich dann, dass die Agentur lernt, dass das eigentlich bei dem letzten Crash, wenn einer nur die Automobilindustrie mit 3 Produkten beliefert und dann 60% Umsatzminus hat, war das vielleicht auch nicht so sehr intelligent, sodass also die Diversifikation, wenn man sie beherrscht, eigentlich das Richtige ist für ein Familienunternehmen. Bei einem 6-Zylinder fallen nicht alle Zylinder auf einmal aus, mit 3 kann man dann auch noch ein Stück weiterfahren. Ist Ihnen das nicht in Ihrer Laufbahn als Unternehmer häufig passiert, dass solche Menschen von Ratingagenturen oder auch Berater gekommen sind und genau das gesagt haben, nämlich, konzentrier dich auf eine Sache, dann kann man viel mehr rausholen. Und das andere Thema ist, kann man auch gleich mal erwähnen, ist sicherlich Börsengang. Sind Sie häufig gefragt worden, ob Sie nicht sinnvollerweise mit Ihrem Unternehmen an die Börse gehen sollten, weil Sie viel mehr Geld erwerben können, mit dem Sie viel mehr investieren können? Und wie sind Sie mit diesen Ratschlägen umgegangen? Ja. Also die Berater sind natürlich unterwegs, nicht in erster Linie, um uns zu helfen, sondern in erster Linie, um selbst Geld zu verdienen. Deswegen gibt es immer Modelle. Alle paar Jahre wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und manches ist ja auch gut, man sollte auch zuhören, aber man muss nicht alles machen. Sodass wir bei der Beratung sich auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren, da ist ja nichts verkehrt dran. Nur definieren wir das Kerngeschäft nicht einen Produktbereich für einen bestimmten Kundenstamm, sondern wir sagen, wir können umgehen mit wertvollen Materialien, wir können umgehen mit hohen Temperaturen, wir können umgehen mit höchster Präzision. Und ob das dann Gold ist oder Quarzglas oder ein anderes Material, das spielt keine Rolle. Wir können damit umgehen. Und das ist ganz interessant, dass Unternehmen, die in Tonnen denken, die können nicht mit Gramm und Unzen umgehen. Das ist, sagen wir mal, das ist eine Denkschiene, wo größte Sorgfalt notwendig ist, was man nicht braucht, wenn man Tonnen, wenn da mal ein bisschen was verschüttet wird. Es ist auch nicht schlimm, wenn bei uns da, sagen wir mal, ein Gramm Gold kostet heute 40 Euro. Das sieht man ja gar nicht. Und das muss man aber schon aufpassen, dass das nicht verloren geht. Ja, das ist die eine Sache.
Das mit dem Börsengang war ja der erste große, sagen wir 1985, da war das ganz en vogue. Da haben auch wir drüber diskutiert, auch im Gesellschafterkreis. Ich war nicht sehr dafür. Dann kam die Idee einer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Dann hieß es, wer wird komplementär? Da sage ich, ich werde kein komplementär. Wenn man ehrlich mit seinem ganzen Vermögen haftet, kann man in der heutigen Zeit nicht. Überträgt man es der Ehefrau, ist man auch nicht so sicher, ob das immer richtig ist. Wenn vielleicht die Frau auf einmal verschwindet. Meine, Sie hätten, glaube ich, keinen Fehler gemacht. Ne? Sie sind glücklich verheiratet, soweit ich das sehe. Ja, aber das zweite Mal. war auch das erste Mal glücklich verheiratet. Fast 20 Jahre. Aber unsere Gesellschaft haben gesagt, wir wollen da nicht in der Stadthalle eine Versammlung machen. Damals waren die Grünen ja noch nicht so etabliert wie heute. Haben gesagt, um uns dann hier von den Grünen da Vorhaltungen machen zu lassen und so weiter. Zum anderen haben wir gesagt, damals gab es noch die Vermögenssteuer und die Erbschaftssteuer. Beides Dinge, die tödlich sein können für ein Familienunternehmen. Dass wir gesagt haben, wenn der Börsenkurs dann, wer weiß, wie hoch geht, und wir darauf dann jedes Jahr die Vermögenssteuer und einmal die Erbschaftssteuer zahlen müssen, dann haben wir überhaupt nichts vom Börsengang. Und ich bin heilfroh, dass wir es nicht gemacht haben. Sie waren ja 17 Jahre an der Spitze als Vorsitzender der Geschäftsleitung dieses Unternehmens, von 83 bis 2000. Ja. Dass Sie nicht an die Börse gegangen sind, haben Sie mitentschieden. Wenn Sie zurückschauen, was sind für Sie noch entscheidende, wichtige Weichenstellungen, dass Sie die Holding gemacht haben? Ja, ich denke, das war auch 85, dass wir die Holding gemacht haben und eine andere Organisation mit einer kleinen Geschäftsführung in der Holding und selbstständigen Gesellschaften unten drunter mit ihrer eigenen Rechtspersönlichkeit, mit einer eigenen Geschäftsführung, aber als GmbH, nicht als Aktiengesellschaft. Denn einem GmbH-Geschäftsführer kann man Weisungen erteilen, einem Vorstand einer Aktiengesellschaft nicht. Das sehen Sie heute, wenn Sie eine Holding oben haben und haben dann Celesio oder Metro mit selbstbewussten Vorstandsvorsitzenden, die können sie entlassen, aber denen kann man nicht Weisungen erteilen. Also insofern war das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wir haben diese einzelnen Gesellschaften, die haben sehr, sehr große Freiheit im Rahmen des Budgets, im Rahmen dessen, was ihnen vorgegeben wird, sind sie weltweit tätig und werden nicht permanent reguliert und vorgegeben, was sie nicht tun dürfen und so weiter. Viel Vertrauen. Ich habe immer sehr viel Vertrauen gegeben, war manchmal vielleicht ein bisschen zu viel. Aber nicht, dass die Kontrolle im Vordergrund steht, sondern das Vertrauen im Vordergrund. Wenn es missbraucht wird, dann ist natürlich auch nicht gut für den, der es missbraucht hat. Ist vielleicht ungewöhnlich für Ihre Branche des Familienunternehmers, weil viele Familienunternehmer, erst recht, wenn sie die Firma selbst gegründet haben, aber auch wenn sie in einer Tradition stehen, ja so das Gefühl haben, ich muss alles unter Kontrolle haben, schließlich bin ich ja der Namensträger, das ist ja meine Firma. Wie schafft man das? Wie haben Sie das geschafft, dieses Vertrauen zu entwickeln, also auch ein Stück weit loslassen zu können? Ist Ihnen das anerzogen worden? Gab es ein Erlebnis in Ihrem Leben, das Sie da geprägt hat? Wie kommt das? Also eins hat Beispiel war sicher mein Vater, der sehr, sehr energisch war und jeden Morgen 7.20 Uhr verließ er das Haus, weil um 7:30 fing, damals fing man an zu arbeiten. Und als er aufhörte mit 67 und ein Nachfolger, das war ein Familienfremder, und ich war aber im Unternehmen, aber in der unteren Charge, da hat er mir sehr früh hat er gesagt, ich kenne so ziemlich alle großen Leute in Deutschland und ich kann dir sagen, du bist genauso und du wirst einmal genauso gut wie die oder besser. Das fand ich schon mal ganz toll als 27-Jähriger, wo man dachte, das war damals auch schon ein großes Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern. Und dann hat er mir immer gesagt, mach das, fahr nach Madagaskar, da kriegen Bergkristall und so weiter. Ich wusste kaum, wo Madagaskar war. Ich dachte, das schaffst du schon. Und hat mir immer Vertrauen und Vorschuss gegeben. Und das fand ich ganz toll. Er hat nicht dran gehangen. Erst von dem Tag an, als er dann Aufsichtsratsvorsitzender wurde, hat er gesagt, wenn er über den Hof ging, so der berühmte im Unternehmen, wurde angesprochen, Herr Doktor, können Sie mal? Und er sagte, gehen Sie zu meinem Nachfolger oder zu meinem Sohn, der wird das regeln. Das heißt, so nach 2 Wochen wird man da nicht mehr angesprochen. Das muss man
ertragen. Er hätte ja warten können, bis Sie soweit sind, so lange selbst weitermachen, bis Sie dann sein direkter Nachfolger werden können. Das hat er nicht gemacht. Ja, war klug genug, dass er sagt, es ist Zeit. Er hat gewartet, er hat einen schweren Autounfall, wollte eigentlich mit 65 aufhören, hat dann gewartet, bis ich drin war, weil damals war das auch noch einfacher. Jetzt kam der Sohn. Wie unser Fahrer sagt, ich habe gehört, Sie prolongieren jetzt. Er meinte promovieren, aber er sagt, Sie prolongieren jetzt in der Uni. Und so lange hat er gewartet, bis ich fertig war. Ich habe mich beeilt, war schnell. Wie früh ging das eigentlich für Sie ganz bewusst los, dass Sie sagen, ich werde das mal machen, ich werde mal Chef dieser Firma sein? War das nur Motivation durch den Vater als tragendes Gefühl oder war da auch eine Bürde? Auch das Gefühl, ich muss jetzt eigentlich und egal was ist, das ist mein Job, gezwungenermaßen die, fast. Die Bürde war eigentlich nie, es war, wie das so ein Familienunternehmen ist, zu Hause gab es kein anderes Thema als die Firma. Und wenn man spazieren ging, gab es nur das. Als Kind fand man natürlich toll, wenn man mal so im Lastwagen mitfahren durfte und so etwas. Mein Vater hat meine Schulzeit wenig begleitet. Der sagt, du musst Abitur machen, du musst studieren, du musst promovieren, du musst Kurzschrift lernen. Und Schreibmaschine war damals noch, ich habe noch angefangen, Steno zu lernen. Schreibmaschine, beides ist mir nicht so ganz gelungen. Und du musst schnell machen. Ich habe dann auch beim Studium, habe ich das dann zügig, ich habe ja nicht 8, sondern 9 Semester damals in München studiert, weil ich eine gute Note haben wollte, um dann promovieren zu können. Habe dann das zweitbeste Examen gemacht, ganz stolz. Habe dann 2 Assistentenstellen angeboten bekommen, habe die schwierigere davon genommen, war dann Beamter des bayerischen Staates auf Widerruf, habe viel Geld verdient, 1700 D-Mark damals, das war nach meinem Wechsel von 350, den ich vorher hatte, war das ein Sprung, weil man vorhin von Prozentsätzen sprach, so einen Sprung habe ich eigentlich nie mehr wieder gemacht. Dann konnte ich in die Restaurants gehen, wo ich vorher immer nur mal die Karte draußen gelesen habe und dachte, das ist schon ein bisschen zu teuer. Sie haben noch nicht gesagt, was Sie studiert haben, glaube ich. BWL. War das vom Vater so ein bisschen angeregt oder hat er? Meine Mutter meint, ich soll Jura studieren, weil ich so klar denken kann. Mein Vater hat gesagt, Juristen kannst du dir halten. Für Naturwissenschaften, was vielleicht besser gewesen wäre für unser Unternehmen, hat mein Vater gesagt, wenn du Naturwissenschaften studieren willst, dann musst du wirklich erstklassig sein. Denn nur erstklassige Leute auf ihrem Gebiet haben erstklassige Leute um sich und zweitklassige haben drittklassige um sich. Und er sagte, wenn du nicht ein Spitzenphysiker oder Chemiker wirst, dann lass es, dann mach das Kaufmännische und mit Zahlen kannst du auch umgehen. Und am Ende ist auch entscheidend, dass du in Zahlen beurteilen kannst, Bilanz lesen kannst und so weiter. Das hat sich eigentlich sehr bewährt. Wobei ich in den Anfangsjahren sehr viel von der Technik mitbekommen habe und sag mal, die Mitarbeiter haben immer gedacht, dass ich noch mehr auf dem Gebiet kann, als es wirklich war. Aber das war ja auch ganz gut. Den Verhaltenskodex, den haben Sie vorhin schon angesprochen, das ist auch in Ihrer Ägide gewesen, den sich die Familiengesellschafter gegeben haben. Also zum einen eben, dass jedes Familienmitglied nicht nur von der Dividende leben soll, sondern eben auch selber Geld verdienen soll. Stimmt das, dass Sie Grundfragen dieses Verhaltenskodex von Ihrer Großmutter gelernt haben? Ja. Von meiner Großmutter habe ich viel gelernt. Ja. Meine Großmutter war mit mir zum ersten Mal in der Spielbank in Baden-Baden, um mir zu zeigen, was man an der Spielbank macht. Die war sehr, sehr sparsam. Hat dann für 100 D-Mark habe ich Chips gekauft und sie hat gewonnen, hat 300 D-Mark gewonnen. Dann hat sie ein großzügiges Trinkgeld dem Kopier gegeben und ist ihm gegangen. Und dann sagt, warum hast du dem so viel Trinkgeld gegeben? Sagt er, es gehört sich so. Und sagt, warum hast du aufgehört? Sagt, weil wir gewonnen haben, du brauchst auch ein paar neue Schuhe, habe ich gesehen. Am nächsten Tag habe ich ein paar neue Schuhe bekommen. Sagt, ein Limit setzen, wenn man gewinnt, geht man. Und wenn wir es verloren hätten, wären wir auch gegangen, hätten nicht nochmal nachgekauft. Und sie hat bei uns sehr viel, ich glaube, sie hat Buchhaltung gelernt im Jahr 1906. Sie war Jahrgang 1875. Es hat sie gestört, dass mein Großvater wohl ein bisschen großzügig war in der Buchhaltung. Der hatte immer verschiedene Karten in der Hand. Wenn ich gefragt habe, wie das Geschäft geht, dann hat er unterschiedliche Zahlen gehabt. Und dann hat sie im Jahr 1906 hat sie dann die Buchhaltung in das Unternehmen eingeführt.
Also Sparsamkeit gehört zu Ihrem Verhaltenskodex, dem sich alle Familienmitglieder oder Gesellschafter unterwerfen. Was gehört noch dazu? Ja, Aufrichtigkeit vor allen Dingen. Eigentlich Aufrichtigkeit gehört dazu. Und im Grunde genommen, der Faden ist, es ist ein ererbtes Unternehmen, das man bekommt, um es weiterzugeben. Es ist nicht eins, was man outcashen kann oder sich da ein schönes Leben macht. Und das ist sicher auch die Frage von Ihnen vorhin. Das ist natürlich ist auch eine Verpflichtung. Das ist eine Verpflichtung. Es ist ja nicht immer, wie meine Kinder sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Nicht? Man muss die Gesellschafter zufriedenstellen. Man muss in der Öffentlichkeit schauen, dass man nicht irgendwo, sag jetzt mal, einem das passiert, wie Herr Schremp gelebt hat, mal jemanden aus einem großen, bekannten Unternehmen am römischen Brunnen sich dann irgendwo auffallend zu benehmen und solche Geschichten. Das würde die Familie nicht gutieren. Die Familie schaut, wie man sich selber benimmt, ob man vom Unternehmen lebt, ob man da im Private Jet die Firma auf einmal ein Jet hat, obwohl in Frankfurt ein guter Verkehrsflughafen ist. Das müsste man dann schon sehr, sehr gut begründen. Ich finde es interessant, dass Sie so frank und frei das sagen und auch mal Namen nennen. Normalerweise gilt ja in der Wirtschaft so ein bisschen der Kodex. Man rümpft zwar vielleicht über jemand anders die Nase, aber man spricht nicht drüber. Aber Sie finden es schon richtig und wichtig, dass man auch Exzesse benennt. Ja, ich finde, es wurde immer nie gesprochen. Und darunter leiden heute alle Aktiengesellschaften und leiden alle Unternehmen. Im Moment haben die Familienunternehmen so eine Renaissance. Auf einmal sind wir alle die Guten, was ja auch nicht stimmt. Und alle DAX-Vorstände sind die Schlechten, was auch nicht stimmt. Und das ist, weil es einige Schlechte gibt und eine, die wirklich auch nicht gut gearbeitet haben, die an sich gedacht haben. Und die werden aber im Grunde genommen nicht, sag mal, aussortiert. Und das ist dann, was auch die Presse und Medien und so natürlich gerne bringt und sagt, hier und der, was der da also für schreckliche Sachen gemacht hat. Und das sind dann auf einmal alle. Die Umfrage heute im Volk über Beliebtheit oder Anerkennung oder so, wer ist da ganz unten? Die Politiker. Kurz davor kommen die Vorstände, kommen die Unternehmer. Ich glaube, Familienunternehmer sind ein klein bisschen sind besser. Nicht so weit entfernt, leider. Ja, naja, ja, okay. Vergütungsexzesse haben Sie auch in Ihrem Kodex auf dem Index. Was verstehen Sie unter einem Vergütungsexzess? Oder Vergütungsorgien haben Sie die genannt? Also ich meine, dass das Einkommen, was jemand hat, muss er irgendwo rechtfertigen. Das muss er rechtfertigen, einmal mit denen, die nach ihm kommen. Das muss jetzt nicht nur der Vergleich mit dem Facharbeiter sein, sondern in der ganzen Hierarchie. Da kann ich oben eine 10 Millionen verdienen und der Nächste, der dann kommt, der hat dann zwei und unten die Damen. Und das ist leider gekommen von Amerika und das ist jetzt gekommen durch die Vergütungsberichte, die nach dem Governance-Kodex der Regierung gemacht werden, dass genau veröffentlicht wird, was jeder bekommt. Die Idee war, dass die Großen bescheidener werden und weniger bekommen. Die Tatsache ist, dass alle, die unter dem Durchschnitt liegen, kommen und sagen, ich liege unter dem Durchschnitt, ich muss eigentlich sehen, dass ich da nach oben komme. Es ist ein laufendes Streben nach oben. Jetzt muss der Aufsichtsrat, ich bin ja auch ein Aufsichtsratsvorsitzender in einem MDAX-Unternehmen, 25.000 Mitarbeitern, Vorstand. So, jetzt muss GEA? Die oder? GEA, die GEA Group AG. So, und dann muss der Aufsichtsrat feststellen, ob der Vorstand ordentlich vergütet wird. Vergütung bekommt. Ja, was macht man? Jetzt macht man eine Beratergesellschaft, die zeigt, wie die anderen vergütet werden und wie die Gesamtvergütung ist. Und dann stellen wir fest, wir liegen also da unten im unteren Drittel. Ja, bisher waren die eigentlich ganz zufrieden. Wir fanden das auch gut. Jetzt haben wir eine Diskussion, nicht so laut, aber immerhin, sagen es doch interessant, nicht? Wo wir und wir sind doch eigentlich auch sehr gut. Und jetzt sollen wir sagen, die sind ordentlich vergütet, die anderen haben nur zu viel. Das befriedigt natürlich nicht die arbeitenden Vorstände. Nicht? Was haben Sie denn, ich weiß nicht, ob Sie darüber sprechen wollen, aber was haben Sie denn als Geschäftsführer damals, also als operativer Chef der Holding verdient? Das ist lange her, da gab es noch schmale Gehälter. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe in meinem Besten hatten wir eine Ergebnisbeteiligung, ein Fixum.
eine Ergebnisbeteiligung. Ich glaube, im besten Jahr habe ich 1,2 Millionen D-Mark verdient. Also umgerechnet heute eine gute halbe Million, ein bisschen mehr. Heute wäre es natürlich mehr. Ihr jetziger Geschäftsführer wird mehr verdienen im Zweifel, aber wir reden also nicht über diese dicken Millionengehälter. Ist es denn in Ordnung, wenn der Vorstandsvorsitzende eines DAX-Konzerns, eines der großen oder die meisten dieser Vorstandsvorsitzenden 5, 6, 7, 8 Millionen verdienen im Jahr? Oder ist das der Exzess, von dem Sie sprechen? Es ist unheimlich schwierig. In den letzten Jahren hat sich so viel bewegt und es werden Dinge herangezogen, dass einer sagt, solange ich da war, habe ich den Börsenkurs verdoppelt, verdreifacht. Das heißt, die Aktionäre haben ihr Engagement verdreifacht oder verdoppelt. Wenn ich dann auch einen kleinen Teil davon habe, ist das eigentlich nur gerecht. Kann man gar nicht so sehr dagegen diskutieren. Kommt darauf an, wann man den Vergleich gerade gezogen hat. Das war da und heute ist der Kurs ist dann wieder hier. Andere Frage ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, alles zwischen 2 und 5 Millionen Euro würde ich, sagen wir mal, nichts sagen. Wenn es viel mehr ist, sagt man, was macht er eigentlich mit dem Geld? Da hat er eigentlich, sag mal, muss er einen Teil seiner Zeit damit verbringen, sein eigenes Geld anzulegen und so. Und er soll eigentlich für das Unternehmen arbeiten. Ne? Sie haben eben Corporate Governance erwähnt, dass es die negative Folge hätte, also die Regeln für die gute Unternehmensführung, dass eben die unterhalb des Levels sind, mehr haben wollen. Haben diese Regeln, gerade weil Sie ja auch aus der Perspektive des Aufsichtsrats das beurteilen können, hat das denn überhaupt kein Umdenken gebracht, keine Veränderungen des Verhaltens? Also wenn wir zum Beispiel Ackermann uns anschauen, der eben aufgrund auch der Corporate Governance-Regeln nicht in den Aufsichtsrat wechselt, gibt es da nicht doch eine ganze Menge Veränderungen im Klima? Ja. Ich sage jetzt mal, vorher war es ja auch nicht gut. Und diese Deutschland AG, wo jeder bei einem anderen im Aufsichtsrat war und so weiter und auch geschwiegen wurde über mangelhafte Leistungen, was Sie eben angesprochen haben, das war auch nicht gut. Der Governance-Kodex, die Einführung war gut. Was ich nicht gut finde, ist jetzt, dort hat sich jetzt eine Gruppe etabliert, die hat da auch Beschäftigung und überlegt jetzt, was kann man noch machen. Was können wir denn, ich sag mal, jetzt können die mal 3 Jahre Ruhe halten und die arbeiten permanent und wenn Sie alleine den Vergütungsbericht heute sehen, was man dort, wie viele Stunden, Tage wir da verbracht haben, wirklich ein bisschen nutzlos und es geht dann immer weiter und immer tiefer und jetzt, nicht? Also jetzt kommt die Quotengeschichte mit allen Exzessen. Das ist wieder Gesetzgeber. Nicht? Wenn Sie sehen, ich habe mal einen Bundestagsabgeordneten gesagt, Sie sollen mal ein Jahr keine Verordnungen und keine Gesetze machen. Das wäre eine Hilfe für alle Menschen in diesem Land. Da hat er gesagt, ja, und was sollen wir da machen? Nicht? Also ich sage jetzt mal, so einen Aktivismus, den schätze ich nicht. Ihr Familienunternehmen ist nie in die Schlagzeilen gekommen durch interne Zwistigkeiten, was ungewöhnlich ist. Es gibt sehr viele, aber es gibt einige Familienunternehmen, die sich in der Strategie nicht einig sind und die das auch an die Öffentlichkeit bringen. Wie haben Sie das gemacht? Naja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber nein, ich sag mal, ich glaube, die Familie, man muss sich das ja so vorstellen, Familie sind ja viele Familien, wenn man so den Stammbaum anschaut. Von denen, wir haben ja auch die Regel, wer im Unternehmen arbeiten darf und nicht alles sowas, dass man das geklärt hat. Und dann schauen Sie... Wer darf denn nicht arbeiten? Keiner. Dürfen alle ein Praktikum machen und dann keine Erstanstellung und können sich dann bewerben für ganz oben. So nicht in der Mitte drin, da sagen die Mitarbeiter, das ist ein U-Boot, die wollen mal gucken, die selber sagen, schließlich bin auch hier Miteigentümer und halten Sie sich mal zurück. Und der Vorgesetzte sagt, naja, vielleicht bin ich ein bisschen vorsichtig und so, das ist das eine. Und wenn Sie nicht gut sind, wer sagt dann im Ernstfall? Und dann geht auch mal einer raus und quatscht ein bisschen komisch über die Firma, und zwar der Presse gegenüber. Ja, und der geht dann vor allen Dingen nach oben und sagt, wenn du wüsstest, wie es da unten zugeht, du hast ja gar keine Ahnung, was da unten alles erzählt wird und was da nicht gut läuft und so weiter, das muss ich dir jetzt alles mal unter Umgehung der normalen Berichtswege, muss ich dir das mal berichten und so, da gibt es nur schlechtes Blut. Also das ist ein Punkt, weshalb es keine Zwistigkeiten in der Öffentlichkeit gibt. Das andere ist, dass ich sage jetzt mal, was gut, wenn ich es mir dann zuschreiben will, was mein Vater hatte, was ich dann hatte, volles Vertrauen, das volle Vertrauen der Gesellschaft. Die sagen, wenn
er das so macht, dann ist das richtig. Wir hatten einen sehr, sehr guten Aufsichtsratsvorsitzenden, als mein Vater verstorben war, Dr. Sassmannshausen, ein brillanter Mann. Wir hatten gute Leute im Aufsichtsrat, wir hatten gute Mitgeschäftsführer. Und das ist das Vertrauen. Die Zahlen verstehen die nicht alle. Die sehen das im Großen und Ganzen, aber sind jetzt nicht die Experten. Und wir haben viele Sachen gemacht, die im Grunde genommen bei der Holdinggründung oder so, die jetzt nicht im Detail nachvollziehen konnten. Aber wir sagen, wenn der Jürgen das so macht, dann ist das okay. Das ist, wenn das Vertrauen verloren geht, weil man nicht offen ist, weil man was unter den Tisch kehrt oder so, wo dann gesagt wird, wollen wir doch mal andere hören und dann Familienstreitigkeiten. Nicht? Jetzt sind Sie natürlich der Aufsichtsratsvorsitzende, auch schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Und Sie sind eben derjenige, der vorher auch die Firma geleitet hat, der die Struktur geschaffen hat, der den Erfolg gebracht hat, in der die Firma sich jetzt bewegt. Das heißt, Sie haben ja immer sozusagen, ob Sie es wollen oder nicht, so das Gefühl, oder Sie müssen doch das Gefühl haben, frage ich Sie als Aufsichtsratsvorsitzender, da was verteidigen zu wollen. Hat Ihr Angestellter, Unternehmenschef denn wirklich die Freiheit, solche Dinge voranzutreiben, wie Sie sie früher eben vorantreiben konnten? Ich halte mich aus dem operativen Geschäft völlig raus und sehe, dass unser jetziger Vorsitzender der Geschäftsführung und sein Stellvertreter, mein Schwiegersohn, CFO, die machen das hervorragend. Und ich habe gerade kürzlich meinem Schwiegersohn gesagt, du machst vieles besser als ich. Wirklich toll. Und sagt er, gut, das war eine andere Zeit damals. Und was er heute macht, dem IT-Gebiet, Greenfield ist unser Thema. Das heißt, wir machen eine völlig neue Prozessorientierung durchgehend. Ein Projekt für die nächsten 5 Jahre, kostet glaube ich 100 Millionen. Hätte ich früher gesagt, Gottes Willen, so viel Geld kann man nicht in die Hand nehmen, um alles, sagen wir mal, alles auf eine Basis weltweit zu bringen. Ich könnte das gar nicht, weil mir da auch das Sachverstand fehlt. Nicht? Also insofern, die Zeit geht so wahnsinnig schnell, auch technisch und geografisch, dass man da auch sich nicht überschätzen soll und denken, das hast du alles anders gemacht oder besser gemacht. Jetzt muss ich einen kurzen Einschub machen, weil Sie gerade vorhin haben Sie ganz kurz die Quote erwähnt, also die Frauenquote, gesagt, da kommt ständig neuer gesetzgeberischer Druck. Jetzt höre ich, dass Ihr Schwiegersohn sozusagen der zweite Mann an der Unternehmensspitze ist. Sie haben 5 Töchter, aber es ist wieder der Schwiegersohn, der in der Führung ist. Lese ich da was raus? Ja, zurecht? Warten wir nochmal. Ja, meine älteste Tochter hat Kunstgeschichte studiert, promoviert, macht das ganz toll. Die zweite ist Anwältin mit 2 Kindern. Die dritte hat BWL gemacht in den USA und Master in Mannheim. Und so. Die beiden Jüngsten, beide an der WHU. Eine ist jetzt bei der Bucerius Law School, die andere ist an der Columbia, macht ihren Master in New York. Okay. Das wären doch Kaliber. Und Die Jüngste hat mal irgendwann mal gesagt, ich werde Bürgermeister. Dann sagst du, was von Hanau? Sagt sie, nein. Ach, sagst du, von Frankfurt? Dann sagst du, Papi, spinnst. Aber sagst du, von wo? Sagt sie, von New York. Da war sie 10 oder 11. Also die hat einen Hang zum Hören. Power. Da, ja, die hat den Hang zum Hören. Ja, die macht das. Also, verstehen sich denn Ihre Töchter, gerade die BWL studieren, schon ein bisschen als Staffelträgerinnen in die nächste Generation? Ja, die haben schon, ich sag jetzt mal, die arbeiten viel mit anderen jungen Leuten zusammen. Sie sind bei Family Business Network, das ist so eine weltweite lockere Organisation von Familienunternehmen. Da sind sie bei Next Generation, organisieren sie dort mit. Und die eine hat kürzlich einen Vortrag in Indien gehalten, war dort eingeladen. Mit rein. Wie alt ist sie? Sie ist jetzt 24, sie war damals 22. Ticket wurde bezahlt von den Indern, sie war ganz happy, war natürlich die falsche Fluggesellschaft, aber trotzdem hat sie genommen. Und ja, das ist gut. Also insofern, ich habe nichts gegen Frauen, ich habe was gegen Frauen, nichts gegen Frauen, aber ich habe was gegen die Quoten. Ja. So, ja. Und jetzt, wenn man die Stämme sieht, die haben jetzt von ihren eigenen Töchtern gesprochen und von ihren eigenen Kindern gesprochen, aber sie haben ja selbst auch Geschwister und aus den anderen Linien seit diesen 160 Jahren kommen natürlich auch andere. Ist sichergestellt, dass die auch eine Chance haben, später im Unternehmen einzusteigen? Ja. Nur an der Spitze haben Sie ja gesagt, also nicht in unserem. Also von einer anderen Familie ist einer Mitglied im Aufsichtsrat, im Gesellschafterausschuss. Also das ist so,
die Besten. Wenn wir die Besten haben, und das ist sicher das Problem von Familienunternehmen, wenn wir haben auch keine Stämme, also nicht, dass es jeder das Recht hat, einen zu entsenden, denn es ist immer einer besser als der andere, also da gibt es kein Recht. Und sagen wir mal, die wirklich Guten und Herausragenden zu finden, das ist nicht ganz einfach. Und noch ganz schwieriger wird es, wenn man mehrere Herausragende hat, die vielleicht gleich gut sind, sich aber nicht verstehen. Und dann kommt das, sagen wir mal, dann ist ein Dilemma. Woran merken Sie denn, ob ein Kandidat, der vor Ihnen sitzt, oder jetzt eben einer aus Ihrer Familie, aus dem großen Feld, ob der gut ist oder nicht gut ist? Wenn Sie die jungen Menschen hier im Saal in Einzelgesprächen beurteilen müssten, auf was achten Sie? Also besser ist fast, wenn man sie nicht in Einzelgesprächen hat, sondern in Gruppengesprächen. Ich kenne das ja bei der WHO, von den Aufnahmegremien, wenn dann Diskussionen ist. Und das machen wir auch. Wir haben also bei den Gesellschaften eine Veranstaltung, eine Youngsters, das sind so die von 16 bis 24, also sagen wir mal gegen Schulende. Frage, was studiere ich? Studium, was mache ich dann? Und wenn die zu sind, dann sind vielleicht so 10, 11 und da gibt es Themen und die diskutieren die. Da sieht man sehr schnell, sag jetzt mal, wer, sagen wir mal, mehr herausragt und wer gut reden kann, aber sonst nichts. Und vor allen Dingen merken die das untereinander. Die merken das sehr, sehr schnell untereinander. Wo sind die Peers und wo sind die, um die man es vielleicht kümmern muss, weil da was verkümmert ist und wo sind die, mit denen man eigentlich nicht so wahnsinnig viel zusammen sein möchten. Führungsstil. Sie sind auch als Mann der klaren Worte bekannt. Sie wurden mal zitiert als jemand, der was gegen den deutschen Konsensschmus habe und gerne Konflikte auch mal ausfechte. Ist das typisch charakteristisch für Sie? Naja. Manche sagen, ich wäre schon sehr konsensen, sehr diplomatisch und sehr vorsichtig auf der einen Seite, wenn ich denke, dass es nützlich ist. In der deutschen Öffentlichkeit, wir sprachen ja vorhin schon mal, oder in Unternehmen, in denen ich im Aufsichtsrat war, dort habe ich, sagen wir mal, vermisst, dass andere auch klare Worte sprechen. Und das war dann oft, dass ich hörte, also aber gut, Herr Rius, dass Sie das mal gesagt haben. Das musste ja mal gesagt werden. Und das war sehr, sehr schön. Sag ich mal, warum haben Sie es ja nicht gesagt? Wäre auch gut gewesen. Ja, wir sind nicht so unabhängig wie Sie. Na, ich bin auch nicht unabhängig. Ich brauche meine Kunden, ich brauche auch die Banken, ich brauche meine Gesellschafter, ich brauche das Umfeld. Also ich bin genauso wenig unabhängig wie jeder, ob das hier bei den Medien ist, bei der Zeitung ist oder ob das in einem Unternehmen ist. Und klare Worte, die nicht verletzend sind, sind eigentlich immer angebracht. Sie haben auch mal im Arbeitskampf Arbeiter ausgesperrt? Ja, auch richtig. Aber wir haben ausgesperrt und haben morgens um 7:30, da fingen wir damals noch an, eine Versammlung, nicht eine Betriebsversammlung, denn die wird einberufen von dem Betriebsrat, sondern eine Versammlung der Mitarbeiter, habe ich einberufen, dann kam der von der IG Metall und hat gesagt, tut mir leid, Sie kommen hier nicht rein. Da sagte er, dann gehe ich zum Gericht, sag ich, gehen Sie hin, bis Sie zurückkommen, sind wir fertig. Und dann habe ich den Mitarbeitern erklärt, warum wir aussperren. Am Ende haben ein paar geklatscht, das fand ich dann nicht so passend, weil es so üblich war. Und die haben das auch verstanden, warum wir ausgesperrt haben. Man muss es mitteilen. Und der Konflikt war dann gelöst? Der Konflikt war gelöst. Unser Nachbar, die Vakuumschmelze, da hat der Vorstand sich geniert und hat das dann ans schwarze Brett gehängt. War dann nicht so gut. Dann ging dann die IG Metall dahin, die haben sich dann dort ausgetobt. Aber man findet sich schon in der Werkskantine oder fand sie in der Werkskantine. Sie haben, obwohl es 13.000 Mitarbeiter heute sind, ein enges Verhältnis zu ihren Mitarbeitern gepflegt. Ja, sehr. Vor allen Dingen auch zum Betriebsrat. Ich habe nach dem Studium, mein Vater wollte ursprünglich nach dem Abitur, dass ich eine Siemens-Stammhauslehre machte. Das war damals das Beste, was es gab. Dauerte 3,5 Jahre. Das fand ich schon ein bisschen sehr lang. Habe ihm dann versprochen, dass ich eine Trainee-Zeit mache, wenn ich mit dem Studium fertig bin. War so fast ein Jahr. Das war die beste Zeit. Ich bin durch alle Abteilungen im Außendienst, überall. Habe eben erlebt, wie man gepampert wurde von denen, die sagen, das wird mal später der Chef, dem machst du es jetzt leicht. War die Selbstbewussten, die gesagt haben, ich soll erst mal was lernen, bevor ich hier irgendwo gute Ratschläge gebe.
habe auch gesehen, wie, sag jetzt mal, dass das Niveau nicht so war der Mitarbeiter wie an der Uni, ne? Und nicht so wie unter uns Assistenten. Es hat die Gefahr, wenn man dann zu McKinsey geht oder Boston Consulting oder Roland Berger und da ist man immer unter Gleichguten und dann merkt man, dass die Wirklichkeit der gaußschen Verteilung entspricht mit eben viel Mittelmaß oder wie immer man das bezeichnet. Und das, was ich da gelernt habe, dass viele eben unglaublich loyal waren, ihr Bestes gegeben haben, was in meinen Augen manchmal vielleicht nicht genügend war, aber das war es eben. Und ich habe auch gelernt, dass man, wie bei der Tour de France, wenn man siegen will, muss man Wasserträger haben, im positiven Sinne. Und die muss man achten und man muss auch die Arbeit des, wo auch immer, auf allen Ebenen muss man achten und muss man wertschätzen. Und das merken die Leute. Das merken die Leute sehr schnell, ob man diese Arbeit wertschätzt, wenn sie gut gemacht wird, in dem Maße, wie er das Beste ist, was er kann. Wenn es nicht genug ist, weil er muss ein besserer hin, okay, dann ist was anderes. Das Wort, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie man das in ein Wort fassen kann. Das Wort ist, glaube ich, Glaubwürdigkeit. Nicht? Sie müssen als Firmenlenker glaubwürdig sein und dann können Sie etwas bewirken, egal welchen Führungsstil Sie haben und so weiter. Muss man, um glaubwürdig zu sein, persönlich integer sein, sicherlich, aber muss man auch persönlich bescheiden sein? Ich weiß nicht, ob Sie einen Porsche fahren, ob Sie eine Yacht haben. Wenn ja, ist das, billigt man Ihnen das zu und würde es anderen nicht zubilligen oder billigen Sie es sich selbst nicht zu? Ich habe mir einen Porsche zu meinem 60. Geburtstag geschenkt. Okay. Den fahre ich jetzt noch. Ich bin schon älter jetzt. Das haben auch alle akzeptiert. Ich habe keine Yacht, aber ich habe Freunde, die haben eine, die nehme ich dann immer mal mit. Das ist auch sehr schön. Ich lebe in Hanau. Ich lebe sichtbar für die Menschen. Ja. Und lebe auch so, dass auch, sag jetzt mal, ein schöner Urlaub oder was, was ja dann durchaus auch, sag mal, irgendwo bekannt wird, dass einem das auch keine verübelt. Und ist das wichtig, dass Sie so leben? Oder ist das halt einfach nur zufällig Ihr Lebensstil? Nein, ich glaube, also ich fand, das ist wichtig. Es hat eben mir die Sache enorm erleichtert, wenn ich irgendwo anders bin und einfliege und dann den, sag mal, ich fliege so, wie auch die Regeln sind. Sag mal, ich fliege nicht erster Klasse und sage, alle anderen müssen Business und weiter unten fliegen, weil das und so, wenn ich Economy fliege bei Tagflügen und so weiter oder Business fliege oder in Deutschland Economy, man kann ja dann auch einen Platz vorne kriegen, dass man nicht so lange raus braucht, dann macht das unheimlich einfach, wenn man so Regeln im Unternehmen durchsetzt. Und sozusagen der Arsch, der müsste mal wissen, wie eng das da hinten ist, wo wir sitzen müssen, der hat gut reden da vorne, nicht? Also insofern ist Glaubwürdigkeit, ist unheimlich wichtig. Oder eben der Begriff ehrbarer Kaufmann, der jetzt fallen muss. Sie haben den, denke ich mal, in der Presselandschaft auch geprägt. Ich habe ihn revitalisiert. Ja, genau. Das müssen Sie kurz nochmal erklären, denn Sie haben letztlich damit ja eine Kritik an ihren Kollegen sozusagen geübt, nach dem Motto, der Werteverfall und Moralverfall von Wirtschaftsführern und Wirtschaftslenkern, den haben Sie angeprangert. Ja, das war vor vielen Jahren. Das hat mich dann so geärgert über das, was passiert, und habe einen Artikel geschrieben, den habe ich der Frankfurter Allgemeinen geschickt, die ich sehr gerne lese. Die hat sich damit schwer getan. Das war so Angriff auf die Elite oder so, und dann sagt man, das können sie dann vielleicht doch nicht so bringen, und dann habe ich gesagt, okay, dann lassen Sie es, dann mache ich das mit dem Handelsblatt. Und dann ging das aber einmal von einem zum anderen Tag, und der ehrbare Kaufmann oder so etwas. Ja, und heute wird das überall benutzt. Es hat schon was bewirkt. Das ist ganz schön. Müssen Sie mir erklären, welche Werte steht denn? Ich meine, stehen Sie auch als ehrbarer Kaufmann? Sie können ihn ja nicht prägen, den Begriff, ohne es selber zu leben. Es ging damals darum, dass wir in unserem Edelmetallhandelsgeschäft zu der Zeit, als ich da verantwortlich war, wurde jedes Geschäft am Telefon vereinbart. Da gab es nichts Aufgeschriebenes, da gab es nichts. Das war so. Man hat sich die Hand am Telefon sozusagen gegeben. Und wenn einer am nächsten Tag gesagt hätte, er hätte es falsch verstanden, weil die Preise in die falsche Richtung gingen, der hätte nie mehr ein Edelmetallhandelsgeschäft in der Welt gemacht. Das war eine kleine Gruppe. Es waren sehr viele Juden da in dem Edelmetallhandelsgeschäft mit ganz hoher Moral, ganz toll. Und diese Ausfälle, die es dann hier gab, das war auch die Zeit von Herrn Schremp, das war auch
die Zeit bei Volkswagen mit Herrn Hartz, der, glaube ich, gestern Abend reingewaschen wurde in einer Sendung. Ich habe es leider nicht sehen können. Das ist mir so auf den Geist gegangen, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein. Wir müssen die Verträge mit Amerikanern, die sind, glaube ich, 297 Seiten über. Und weil sich keiner mehr in die Augen guckt, er sagt, man muss doch zurückgehen zu dem, dass man sich vertraut. Dass ich auch mit den Medien, wenn ich mit den Medien ein Hintergrundgespräch führe, dann muss ich auch vertrauen können, dass das dann auch ein solches ist und ich nicht am nächsten Tag zitiert werde. Im globalen Wettbewerb können wir mit diesen Werten tatsächlich reüssieren. Glaubwürdigkeit hast du eben genannt, Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, zu seinem Wort stehen. Das macht die Marke aus. Wenn Sie heute, wir hatten gerade heute Morgen, wir haben hier eine Konferenz hier nebenan, da ging es um Marken. Und da wurde, als Marke wurde HIP genannt. Und es gab vor 20 Jahren gab es Milupa und es gab HIP und da gab es noch eine dritte, die hatten, jeder hat so ungefähr ein Drittel gehabt. Die anderen sind dann hochgegangen zu irgendwelchen Procter & Gambles und Nestle und so weiter. Und jeder hat gesagt, der arme Herr HIP, der wird nicht überleben, der wird zerquetscht von den großen Konzernen. Heute hat HIP 49% Marktanteil und die beiden anderen teilen sich die andere Hälfte. HIP ist glaubwürdig, jeder kennt ihn vom Fernsehen, Bio und so weiter. Wenn der einen Fehler macht, wenn der, sag jetzt mal, irgendwann in seiner Babynahrung nicht das drin hat, was er erzählt, dann ist die Marke HIP tot, da ist das Unternehmen weg. Nicht? Gelten diese Regeln, die Sie jetzt schildern, und Sie haben Beispiele aus der sogenannten Realwirtschaft genannt, in der Sie auch tätig sind, also aus der Industrie, gelten die auch fürs Finanzgeschäft? Die Krise, in der wir jetzt sind, ist ja losgegangen als Finanzkrise. Dort sind Geschäfte gemacht worden, die Sie nicht als ehrbare Geschäfte bezeichnen würden. Völlig risikobehaftete Geschäfte, rücksichtslos, immer weitergegeben, immer höher gedreht, das Rad. Hätte man dort aber Ihre Prinzipien leben können oder geht das da nicht in der Finanzwelt? Ja, ich will jetzt da nicht sagen, dass die Geschäfte nicht ehrbar waren, sondern sie waren überflüssig. Ich sage jetzt mal, wenn man diese Finanzgeschäfte, diese ganzen Transaktionen, die keinem nützen, außer denen, die davon leben vielleicht. Also das Spekulieren auf. Ja, das Spekulieren, das Verpacken, diese ganzen ABS-Strukturen, von denen keiner mehr weiß, was dann in dem Päckchen eigentlich drin ist. Das wird weitergereicht, keiner ist mehr verantwortlich, keiner weiß es mehr. Diese Exzesse, die zum Teil den Ursprung hatten, dass hier die Landesbanken kein Geschäftsmodell haben und sich dann auf solche Geschäfte gestützt haben. Das waren ja nun nicht nur, die Politik schimpft heute, aber ich meine, die Landesbanken in Deutschland, wo die Politik ja nun das ganz große Sagen hatte, die sind dann alle nicht in guter Verfassung. Und in Amerika war es auch die Politik, die den armen Leuten versprochen hat, sie kriegen ein Haus und sie kriegen es finanziert, ohne dass sie je einen Pfennig auf der Buchse hatten. Nicht? Ja, aber es war ja nicht nur die Politik. Sie haben ja selbst, im Aufsichtsrat der IKB gesessen, der Bank, die sich auch diese Papiere hat andrehen lassen oder aktiv gekauft hat und die sozusagen der erste Sorgenfall war. Da saßen noch andere respektable Unternehmer drin. Haben Sie sich da was vorzuwerfen? Haben Sie selbst was nicht gemerkt? Oh, ich habe selbst IKB-Aktien gehabt, auch für meine Kinder. Sein Papi, und du warst da im Aufsichtsrat, dann kann ich nur sagen, ich wurde da nicht mehr gewählt, weil ich zu alt war, Gott sei Dank. Aber es waren, als ich drin war, noch schon 2 Milliarden standen da unter dem Strich. Und der Einzige, der eine Frage gestellt hat, war Herr Asmussen, der heute so groß gelobte Staatssekretär, der hat es auch nicht kapiert. Und Herr Wirth, wir haben gefragt und da hieß es, das ist alles in Ordnung, das ist völlig ohne Risiko und so weiter. Bei 2 Milliarden hatten wir es noch nicht aufgeregt, hinterher waren es glaube ich 17 Milliarden, da war es dann schon schlimmer. Da hätten Sie es gemerkt dann? Da waren Sie nicht mehr drin, aber dann hätten Sie es gemerkt? Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht, wenn das nicht mal bilanziert werden musste. Nicht die BaFin, die heute schlau daherredet, der Herr Sanyo, einer der Oberschlauen, nicht auch, muss man sagen. Hätte auch dafür sorgen müssen, vielleicht, dass das in der Bilanz ausgewiesen wird. Nicht? Mhm. Also da wurde viel, und wenn es nicht gelingt, diese Art der Geschäfte, die heute schon wieder gemacht werden, zu trennen von dem eigentlichen Bankgeschäft und mehr in eine zweite Säule, die nicht systemisch sind, wie das heute heißt, also ins Casino-Geschäft,
Da kann sich jeder beteiligen, der will. Wenn die pleite gehen, gehen sie pleite und dann war es das eben. Wenn sie groß gewinnen, war es das auch. Aber dass das in der Bank ist, ist eben schwierig. Und was man heute macht durch unglaubliche Regulierung, die kleine Banken praktisch umbringen. Nicht? Vor lauter Regulierung wird es immer weniger Banken und immer größere Banken geben, die dann immer alle automatisch systemisch sind. Das heißt, wenn eine schief liegt, dann muss sie gerettet werden. Das ist das, was man jetzt tut. Nicht? Und habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass Sie für eine Trennung von normalem Bankgeschäft und Investmentbankgeschäft sind? Das wäre also zum Beispiel auch die Zerschlagung der Deutschen Bank. Was sagt Herr Ackermann dazu, mit dem Sie sicherlich auch immer wieder reden? Ich weiß nicht, was, naja, der Deutsche Bank hätte es schon schwer ohne die großen Gewinne, die Herr Jane im Investmentbankgeschäft gemacht hat. Ja. Nicht? Aber es ist ja nicht nur das, es gibt ja auch das Investmentbank, ist ja mehr als, es gibt ja auch gescheites Investmentbanking, das darf man nicht so sagen. Aber der Anreiz, sag ich jetzt mal, der Anreiz für Mitarbeiter einer Bank, über mathematische Modelle mit irrsinnigen Summen zu hantieren, wo große Gewinne rauskommen können für die Bank und für den Mitarbeiter, die haben, sag ich jetzt mal, die Sache verlottert. Mathematische Modelle, die keiner mehr versteht, die mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. WHU-Professoren wissen das ja vielleicht. Aber wenn dann 99,3% dafür gesprochen haben, dass es gut geht und leider die 0,7 hinten eingetroffen sind, da hatten wir die Blamage. Herr Dr. Herrios, wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Oh. Eins würde ich gerne noch von Ihnen wissen. Sie sind erfolgreicher Sanierer. Sie haben ja nicht nur 4 Herrios-Stiftungen, sondern Sie haben als Vorsitzender von UNICEF das Unternehmen aus einer Krise rausgeführt. Kann man eine Hilfsorganisation so führen wie ein Unternehmen? Ja, die hören das nicht gerne, aber es ist so. Auch Sportvereine, auch die FIFA könnte man so führen. Und auch am 1. FC Köln, wie Herr Overath meinte, das wäre schlecht, wenn man das jetzt führen würde wie ein Unternehmen. Am Ende müssen die Strukturen stimmen, die Mitarbeiter müssen geführt werden. Und wer am Ende den Überschuss bekommt, ob das Aktionäre sind oder im Falle von UNICEF die Kinder sind, macht keinen Unterschied. Professionell führen. Auch das Rote Kreuz wäre auch gut. Schon wieder ein klares Wort und schon wieder Namen genannt. So, wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Möchtest du noch was sagen? Nee, ich bin wunschlos glücklich. Also wir haben wirklich eine große Tour de force gemacht durch nicht nur Ihr Leben, sondern natürlich auch die Unternehmensgeschichte. Vielen herzlichen Dank, ja, Herr Dr. Herrios. Spaß gemacht. Danke. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen beim Forum Manager. Und zum Abschluss bleibt als Resümee eigentlich nur eins übrig, dass nur eins sicher ist, dass nichts sicher ist. Und sogar das nicht. Dankeschön.